Ein weit verbreiteter Irrglaube ist in der Tat, dass nicht nur der Unternehmer oder die Unternehmerin für die Schulden haftet, sondern der Ehemann, womöglich die Eltern oder die Kinder. Und gerade das ist oftmals auch Hemmschuh, überhaupt rechtzeitig sozusagen eventuell den Weg zum Insolvenzrichter zu gehen, sprich also eine Insolvenz anzumelden, weil man meint, die ganze Familie sei damit gefährdet. Das stimmt definitiv nicht. Der Schuldner haftet für seine entsprechenden Schulden, die er gemacht hat, sonst niemand. Was wir immer wieder erleben, ist natürlich, dass auch schon mal die Ehefrau gerade von Banken herangezogen wird, um bei Krediten mit zu unterschreiben, zumeist aber nicht als Kreditnehmer, sondern als Bürgerin. Und dort gibt es oftmals auch die Möglichkeiten, sozusagen diese Ehegattenbürgschaften anzufechten, sodass dann auch dort die Haftung im Nachhinein wieder beiseite geschafft werden kann. Also Grundsatz ist, jeder haftet nur für das, was er selber unterschrieben hat.